dem 3. August 1896 ist in dem Städtel Sobkowitsch, Ukraine, geboren geworden der künftige jüdische Poet Yankov Yitzchak Sigal. Er hat gestammt von einer lamdischen Iches, aber sehr früh verloren dem Taten und hat sich der Zeugen unter der Aschguche von der Mütter, wo es gewinnt sehr urem. Später ist Sigal rübergefahren in Koretz, Wolin, und dort sich gelernt in Chedurim und Talmud Teure. In 1911 hat Sigal ausgewandert in Montreal, Kanada, wo die erste etliche Jahre hat er sich beschäftigt bei Schneiderei. Debütiert hat Sigal in dem Kanada Adler um 1916 und sind dann veröffentlicht Lieder, Essayen, literaturkritische Artikel in verschiedenen jüdischen Zeitschriften und Sammelbücher in Kanada und New York. Insicht, die Feder, die Zukunft. So 1918 hat Sigal herausgegeben seine erste Liedersammlung von Mein Welt. Was hat gemacht, agit einen Eindruck? In Meschach von den 20er und 30er Jahren hat er sich als Achub gegeben mit verlegerischer Arbeit, gewann Redakteur von jüdischen periodischen Ausgaben und später wird er ein ständiger Mitarbeiter von dem Kanader Adler. Sigal ist sehr schafferisch und produktiv. Kimmat jede 2 Jahre geht er aus eine neue Liedersammlung. Der Dichter Minkow hat wegen Sigals Schaffung umgeschrieben Masoi. Sigal ist durch auf durch ein jüdischer Poet mit einem Trop auf Jüdisch und aufgedurch die teuerste jüdische Qualen hat er gekannt zukommen zu der Tiefkeit von poetischen und religiösen Gemüt. Yankov Yitzchak Sigal ist gestorben am 7. März 1954 in Montreal.